Wenn ich zum Seelengewinnen gehe, es gibt auch Leute, die Muslimen sind oder Zeugen Jehovas sind und die glauben nicht, dass Jesus Gott ist. Es gibt auch manchmal sehr, sehr wenige, es gibt auch Christen, die sagen, ja, Jesus ist nicht Gott, ist Gottes Sohn. Sie machen diesen Unterschied. So, wie können wir das beweisen? Was sagt die Bibel über die Gottheit Jesu? Ja, das ist ein super wichtiges Thema, finde ich, weil wenn Jesus nicht Gott ist, wie kann er uns dann retten? Also ist total wichtig, darauf einzugehen. Und ich finde, einer der eindeutigsten Verse ist in Hebräer 1, Vers 8, wo es heißt: Aber von dem Sohn, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Wo also Gott, der Vater, zu seinem Sohn spricht: Dein Thron, o Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wo er also Jesus Christus als Gott bezeichnet. Also, ja, die Bibel ist eindeutig: Jesus ist Gott. Und wie gesagt, wie kann Jesus uns retten, wenn er nicht Gott ist? Weil wir lesen auch in der Bibel, ja, dass Gott der Retter ist und außer ihm kein Retter ist. Ja, niemand kann aus seiner Hand befreien. Also nur Gott kann retten, das lesen wir schon im Alten Testament, und wer erfüllt das im Neuen Testament? Jesus. Und wer das nicht akzeptieren will, naja, der glaubt eben auch nicht an das Alte Testament. Und eine Hauptsache der Christentum ist, wir glauben in die Dreieinigkeit. Also Gott der Vater, Gott der Sohn, das ist Jesus, Gott der Heilige Geist. Ich habe auch ein Video gemacht, Trinität ist kein Geheimnis. Ich habe bewiesen, dass Jesus auch Gott ist. Eigentlich Gott ist ein Wesen, in seiner Natur. Na, zum Beispiel, wir sind beide Menschen, aber wir sind nicht die gleiche Person. Wir sind die gleiche menschliche Wesen, kann man sagen. Wir teilen die gleiche Natur, aber wir sind nicht die gleiche Person. Es geht ähnlich wie so, wenn Gott der Vater ist. Zum Beispiel, es gibt ähnlich wie wir sitzen, es gibt Gott der Vater und Jesus. Wenn ich Gott sage, okay, wenn der Vater sage, wer bist du? Oder sagen, ich bin Gott der Vater. Und wenn ich Jesus frage, wer bist du, ich würde sagen, ich bin Jesus. Aber wenn ich frage, was bist du? Die beide würden sagen, ich bin Gott. Ich bin Gott. Sie haben die gleiche Natur, aber sie sind nicht die gleiche Person. Genau, es gibt diese Unterschiede, es sind zwei verschiedene Personen, aber sie haben die gleiche Natur. Ja, ich meine, 1. Johannes 5, Vers 7. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Also, ganz wichtig, wir glauben an einen Gott. Und das ist, was die Muslime uns vorwerfen: Oh, ihr glaubt an verschiedene Götter. Nein, wir glauben an einen Gott, aber drei Personen: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Beziehungsweise Vater, Wort und der Heilige Geist. Und ja, Jesus ist genauso Gott, der Vater ist genauso Gott, der Heilige Geist ist genauso Gott. Es ist ein Gott. Natürlich ist das übernatürlich. Ja, man kann sich vielleicht nicht so perfekt zu 100% vorstellen manchmal. Aber das, was wir glauben, das, was die Bibel sagt, das ist ein Gott in drei Personen. Und es gibt auch dieser Vers in 1. Timotheus 3, 16. Das sagt sehr klar. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Das ist natürlich Jesus. Die Bibel sagt sehr eindeutig, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Ja, wer ist geoffenbart worden? Es gibt halt nur Jesus, der geoffenbart worden im Fleisch, und der wird als Gott bezeichnet. Und genauso wie 1. Johannes 5, Vers 7, was der Vers ist zur Dreieinigkeit, zur Trinität, genauso wird auch dieser Vers hier verdreht. Weil was wird hier manchmal weggelassen in einigen falschen Übersetzungen? Da steht nicht Gott. Aber hier in der richtigen Übersetzung vom Textus Receptus steht eben: Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Richtig. So, und was machen die falschen Bibeln mit 1. Johannes 5, Vers 7? Sie lassen den komplett weg. Und sollte sagen: Ja, aber
den findet man ja gar nicht in alten Manuskripten. Ja, doch findet man natürlich schon. Erstens, zweitens gibt es einen Haufen Zeugen, die 1000 Jahre zurückgehen, mehr als 1000 Jahre, die eindeutig sagen, dass das 1. Johannes 5, Vers 7 weggelassen wurde, absichtlich. Als Beispiel. Hm. Man kann es nicht alles zitieren, das wäre ein Video für sich selbst, aber es gibt einen Haufen Zeugen, was weiß ich, paar hundert Jahre nach Christus schon, die eben ja, bezeugt haben, dass 1. Johannes 5, Vers 7 Gottes Wort ist. Hm. Die gesagt haben, dass es absichtlich weggelassen wurde. Also, ja, wir glauben daran. Es sind super wichtige Verse. Und zufälligerweise werden natürlich die wichtigen Verse weggelassen oder verändert. Aber genau, ich habe hier einen super Vers, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Es gibt auch viele Leute, die sagen, zeig mir einen Vers. Mhm. Also sagt Gott, Jesus, Jesus, Gott. Ja, genau doch. Ja. Richtig. Ja, aber wenn man eine falsche Übersetzung folgt, dann es gibt keinen Vers. Mhm. Das ist, zum Beispiel, wenn ich Hoffnung für alle oder gute Nachrichtenbibel mitnehme. Und wenn jemand mich fragt, wo sagt die Bibel, dass Jesus Gott ist, dann bin ich verloren. Ich habe keine Antwort. Ich habe nichts zu sagen, aber wenn ich der Schlachter 2000 oder King James Bibel lese, dann kann ich sehr deutlich zeigen, hier sagt die Bibel so. Mhm. Gut, ich meine, man muss vielleicht ein bisschen einschränken, also Hebräer 1, Vers 8, denke ich, ist auch in vielen anderen Übersetzungen noch in Ordnung. Ja. Aber das Ding ist, der Teufel kommt an sein Ziel auch mit wenigen Versen. Ja. Weil das Ding ist, wie viele Christen lesen wirklich die Bibel von vorne bis hinten? Ja, ja. Das sind die wenigsten. Und deswegen ist es eben so problematisch, auch wenn es nur, also man könnte ja sagen, ach, es sind ja nur ein paar wenige Verse. Ja gut, aber es ist erstens Gottes Wort, zweitens, nicht jeder liest die Bibel von vorne bis hinten. Ja, ja. Und das reicht schon aus als Problem. Ja, und ich meine, man könnte auch einfach Johannes 3, Vers 16 nehmen. Der bekannteste Vers überhaupt. Wo es eben heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Und eingeboren ist im Deutschen ein bisschen komisch ausgedrückt. Also mittlerweile ist es im Deutschen ein Wortschatz, dieses Wort. Aber was damit gemeint ist, ist einzig geboren. Wie es auch in der King James Bibel zum Beispiel heißt, only begotten. Ja. Also das ist korrekt. Der eingeborene Sohn, der einzig geborene Sohn. Ja. Und man kann sich fragen, okay, warum ist Jesus der einzig geborene Sohn? Weil Jesus ist nicht der einzige Sohn Gottes. Das ist auch, was moderne Übersetzungen falsch machen. Wo steht der einzige Sohn? Nein, nein, nein. Der einzig geborene Sohn. Weil Jesus ist nicht der einzige Sohn Gottes, weil ich bin auch ein Sohn Gottes. Du bist auch ein Sohn Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Aber der Unterschied ist, dass unser Fleisch, unser Körper nicht aus Gott geboren ist. Unser Geist, unsere Seele ist aus Gott geboren. Wir sind schon gerettet. Aber so wie wir uns sehen hier, in fleischlicher Natur, sind wir nicht aus Gott geboren. Unser Körper ist von Vater und Mutter, rein biologisch geboren, nicht aus Gott geboren. Aber Jesus ist zu 100% Mensch und zu 100% Gott. Auch Jesus' Körper war aus Gott geboren. Warum? Weil es eben heißt in der Bibel, weil über Maria heißt es eben, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Also sie ist eben nicht von Josef schwanger geworden, sondern vom Heiligen Geist. Also Jesus ist zu 100% Mensch und Gott. Auch sein Körper war schon aus Gott geboren. Er ist somit der einzig geborene Sohn Gottes. Und eines Tages werden wir auch einen aus Gott geborenen neuen Körper bekommen, aber das ist jetzt noch nicht der Fall. Es gibt auch Muslime, wenn ich zum Seelengewinnen gehe, stellen diese Frage, warum hat Gott einen Sohn? Warum braucht Gott einen Sohn? Hat Gott eine Frau kennengelernt und sie haben ein Kind, sie haben einen Sohn? Und was würdest du sagen, was wäre deine Antwort, wenn jemand so dich fragt? Ja, also zum einen, also letzten Endes muss man einfach an die Bibel glauben. Ich meine, ich kann nicht ins Labor gehen und ein Experiment durchführen und rein weltlich jemandem beweisen, dass Gott einen Sohn hat und dass Jesus Gott ist. Also ich meine, entweder man glaubt an die Bibel oder nicht. Genau, ja. Ich meine, wir wissen, dass es hundertprozentig die Wahrheit ist, aber woher wissen wir das? Aus der Bibel selbst, durch den Heiligen Geist, den wir haben. Und das kann man eben nicht weltlich beweisen. Aber ich meine, der Glaube kommt durch die Verkündigung aber aus Gottes Wort. Ja. Also würde ich jemandem einfach zeigen, eben die Verse im Matthäus-Evangelium zum Beispiel, wo es eben heißt, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger geworden ist.
Und dem zeigen, wie Gott einen Sohn haben kann. Jesus ist eben aus Gott gezeugt, zu 100%. Ja, und ich finde es auch so witzig, wie im Koran, wie es da einige Verse oder Suren gibt, wo eben genau das angegriffen wird. Also ich meine, warum sind Moslems so unsicher, wenn es um dieses Thema geht? Warum braucht der Koran unbedingt Verse, wo die Gottheit Jesu angegriffen wird? Wenn es doch so offensichtlich ist, dass Gott keinen Sohn haben kann. Ich meine, sind die sich überhaupt sicher mit ihrer eigenen Lehre? Weißt du? Ja, ja. Was ich noch lustig finde, sind so Zeugnisse Jehovas. Die haben keinen Koran oder etwas. Die haben normalerweise die gleiche Bibel, natürlich eine andere Übersetzung, ja, mit ein paar Änderungen. Aber trotzdem ist es sehr eindeutig durch die Bibel, dass Jesus Gott ist. Und sie lehnen das ab. Schade. Absolut. Vor allem, ich könnte eine Zeugen Jehovas Bibel nehmen und ihnen beweisen, dass Jesus Gott ist. Das ist der schlechte Witz an der Sache. Und es ist wirklich traurig, weil die haben das natürlich einfach nur eingetrichtert bekommen. Die wissen nicht wirklich Bescheid. Okay. Ich könnte einfach eine Zeugen Jehovas Bibel nehmen und den Markus 10, Vers 18 zeigen, wo nämlich steht: Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Sagen die Zeugen Jehovas: Ja, siehst du, Jesus ist nicht Gott. Okay, aber glaubst du, dass Jesus gut ist? Ich meine, natürlich glaubt jeder Christ oder jeder Christ, ja, dass Jesus gut ist. Ich meine, wer glaubt das nicht? Ja. Okay, aber dann ist Jesus Gott. Ich meine, dieser Vers beweist, dass Jesus Gott ist. Ja. Ja. Weil die Bibel lehrt uns eindeutig, dass in seinem Mund kein Betrug gefunden wurde. Richtig. Dass er eben das sinnlose Opferlamm war. Natürlich ist Jesus gut. Also ist Jesus Gott. Natürlich, ja. Aber sie glauben, dass, was Jesus gesagt hat. Wenn Gott gut ist, ist Gott. Und wenn Jesus gut ist, ja, sie sollen das glauben, dass Jesus Gott ist. Ja. Genau. Aber natürlich muss man glauben, dass Glaube nur durch Glaube ist man gerettet. Aber die Zeugen Jehovas glauben das nicht. Man soll Werke tun. Es ist Werksgerechtigkeit, es gibt kein Evangelium, es ist keine Erlösung. Ja, leider so. Ja. Ja, viele Moslems sagen ja auch: Ja, zeig mir doch einen Vers, wo Jesus sagt, dass er Gottes Sohn ist. Also natürlich, sie wollen einfach nicht glauben, sie wollen es einfach nicht wahrhaben. Hier steht in Johannes 10, Vers 36: Wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Okay, also weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Also wie viele Beweise wollt ihr jetzt noch haben? Ja. Das Ding ist, sie würden es sowieso nicht glauben. Weil sie es nicht wahrhaben wollen. Genau. Ja, Jesus sagt, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr bezeuge, dass ihre Werke böse sind. Die Werke dieser Welt sind böse. Es gibt einfach Leute, die deswegen nicht an Gott glauben wollen. Weil sie ganz genau wissen, dass es dann Konsequenzen gäbe. Aber okay, das kann man auch wieder ein anderes Thema draus machen. Aber wir haben ein paar super Verse. 1. Timotheus 3, Vers 16: Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Hebräer 1, Vers 8: Aber von dem Sohn dein Thron, o Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und es kommen einem auch so Verse in den Sinn, wo zum Beispiel Jesus fragt: Ja, wie kann denn David den Christus Herr nennen, wenn er doch sein Sohn ist? Ja. Und natürlich ist Jesus Davids Sohn. Er ist der Thronfolger, vor allem im geistlichen Sinn. Aber David sagt eben, ja, dass der Herr zu seinem Herrn gesagt hat. Und so weiter. Ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf zitieren, aber wo du eben zweimal Herr hast. Okay, der Herr hat zu meinem Herrn gesprochen. Okay, wer ist jetzt wer? Aber das zeigt eben, dass Jesus Jehova ist. Jesus ist Gott, der Herr.